ist Donnerstag, 3. Dezember. Wir öffnen das nächste Türchen unseres Adventskalenders. Ich werde eine Geschichte vorlesen. Die Geschichte beginnt mit dem Satz: Die Nacht war kalt und sternenklar. Um uns das vorzustellen, Musik von Walter Meister. Die Nacht war kalt und sternenklar. An der Anlegestelle der Fährdampfer an der Südspitze der steinernen Insel Manhattan stauten sich die schmutzigen Eisschollen. Und am Horizont ragten die glitzernden Wolkenkratzer auf wie ein Gebiss, das am seidigen Schwarz des Himmels nagt. Auf dem letzten Fährdampfer nach Ellis Island, jener kleinen Gefängnisinsel im Hafen von New York, wo die des Landes Verwiesenen eingesperrt werden, befanden sich an diesem Abend nur wenige Passagiere. Einer von ihnen war ein ältlicher, graubärtiger Mann in einem zerschlissenen Kaftan und mit Schuhen, die einst bessere Zeiten gesehen hatten. Sein Gesicht war sorgendurchfurcht und er murmelte etwas, vielleicht Gebete, vielleicht Flüche. Jedenfalls blieb, was er sagte, dem Einwanderungsbeamten neben ihm unverständlich. In Begleitung des Mannes war eine junge, hochschwangere Frau, deren große, traurige Augen ins Leere starrten. »Hey, Joe«, sagte der Beamte. Der Mann zuckte zusammen. »Macht euch fertig, du und deine Tochter, wir sind gleich da«, sagte der Mann. Der Beamte betrachtete die Schwellung unter dem dünnen Mantel Marys. Er schien zu grinsen. »Na, wenn schon«, sagte er. »Herr Gott noch mal«, schimpfte der Schreiber in der Kanzlei von Ellis Island. »Nicht mal am Heiligen Abend hat man seine Ruhe. Dabei wartet meine Frau auf mich mit dem Essen. Ihr hättet das Pack doch schon drüben behalten können, wenigstens bis nach den Feiertagen. Außerdem sind wir hier überfüllt. Jede Zelle ist doppelt belegt, nichts wie Rote und Ausländer. Manchmal denke ich schon, die ganzen Vereinigten Staaten sind nur noch von Roten und Ausländern bevölkert. Was sollen wir mit dem ganzen Zuwachs?« Der Beamte, der den Zuwachs gebracht hatte, zuckte die Achseln. »Geht mich doch nichts an. Unterschreibt die Quittung hier, das ist alles. Ich muss nach New York mit der Fährdampfer, meine Familie wartet auch. So eine elende Kälte.« »Also«, sagte der Schreiber, »für heute werde ich Sie in die Garage stecken. Die ist auch verschließbar. Morgen wird man weitersehen.« »Ist die Garage geheizt?«, fragte der Beamte. »Nein«, sagte der Schreiber. Der Beamte zog die Brauen hoch und blickte einen Moment auf den Mann und die zarte Frau, die in der Ecke des Büros warteten.
hätte nicht streiken sollen, der Alte, sagte er. Dann bräuchte er jetzt nicht so zu frieren. Die Garage ist noch viel zu gut für dieses rote Gesindel, sagte der Schreiber. Der Mann mit dem Bart, den der Einwanderungsbeamte Joan genannt hatte, kam plötzlich auf ihn zu, stürzte vor ihm auf die Knie und seine mageren Hände verkrallten sich in dem flauschigen Uniformmantel. »Geben Sie uns wenigstens ein Stück Stroh«, bat er mit halb erstickter Stimme. »Sie sehen doch, meine Frau wird bald...« »Na, weil du's bist, Joe«, sagte der Beamte und zu dem Schreiber, »schreib ihm noch eine Matratze und ein paar Decken mit auf.« Und beeindruckt von seiner eigenen Großzügigkeit, ging er zu der Frau, hob mit zwei Fingern ihr Kinn, sah ihr ins Gesicht und sagte, muss man sich heute gut überlegen, bevor man Kinder kriegt. Die Garagentür, die fest verschlossen war, knarrte in den Angeln. Josef blickte auf. Eine große Helligkeit verbreitete sich auf einmal. Jemand hatte die Bogenlampe, die hoch über dem Dach hing, angeknipst. Im Licht dieser Lampe erblickte Joseph, drei Männer, Arbeiter offensichtlich. Sie schienen unschlüssig zu zögern. Die Garagentür, die fest verschlossen war, knarrte in den Angeln. Joseph blickte auf. Eine große Helligkeit verbreitete sich auf einmal. Jemand hatte die Bogenlampe, die hoch unter dem Dach hing, angeknipst. Im Licht dieser Lampe erblickte Joseph drei Männer, Arbeiter offensichtlich. Sie schienen unschlüssig zu zögern. Dann hörte der eine, der ein westindischer Schwarzer war, das leise Wimmern von der Matratze her, und seine sanften, dunklen Augen hefteten sich dort in die Decke gehüllte Gestalt der Frau. »Dort«, sagte er. Die anderen beiden nickten. Einer war ein hochgewachsener, breitschultiger Pole mit hervortretenden Backenknochen und einem gutmütigen, gerne lächelnden Mund. Der andere war klein und zierlich und hatte mantelförmige Augen, die blinzelten fröhlich. Er war in Amerika geboren, aber sein Vater war aus der Provinz Hunan in China gekommen. »Wir haben den Stern gesehen«, sagte der Pole. »Welchen Stern?«, fragte Joseph. »Nun, man weiß doch den Stern, der die Geburt des Kindes anzeigt.« Joseph wusste wirklich nicht, aber er war viel zu schüchtern, um weitere Fragen zu stellen, worum es sich hier handelte. »Wir bringen Geschenke«, sagte der Chinese. Der Schwarze erklärte, »drüben in der Baracke haben wir gehört, dass ihr gekommen seid und dass deine Frau...« Das Kind schrie kräftig auf. »Ein Junge?«, fragte der Chinese. Joseph nickte. »Lungen hat der«, sagte der Pole, »Donnerwetter, der wird tüchtig wachsen und Muskeln haben und denen noch zu schaffen machen, den großen Herren.« Der Schwarze stieß ihn an. »Die Geschenke«, flüsterte er. »Ach ja«, sagte der Chinese. »Also, wir haben eine Sammlung in der Baracke gemacht. Gold bringen wir zwar nicht und auch keine Myrrhen.« Er breitete
die Schätze von Mary aus, die Schätze der Armen, die von dem wenigen, was sie haben, geben. Ein paar Tücher als Windeln verwertbar, ein bereits abgetragenes wollenes Kinderkleidchen, eine blau-weiß karierte weiche Decke, um den kleinen Baum einzuwickeln, und eine Klapper, damit er auch etwas zu spielen habe. Und schließlich ein paar Dollar. Können wir ihn noch einmal sehen? Fragte der Pole. Mary lüftete einen Zipfel der Decke. Das Kind schlief. Die drei blickten es an. Wie soll er heißen? Fragte der Pole nach einer Weile. Joshua, sagte Joseph. Und Zimmermann soll er werden. Warum Zimmermann? Fragte der Schwarze. Das ist doch klar, sagte der Chinese. Zimmerleute braucht man zum Bauen und Bauen braucht man zum Frieden. Ja, sagte der Pole, der religiös war. Jesus war auch gelernter Zimmermann und man nannte ihn den Fürsten des Friedens. Jetzt müssen wir aber gehen. Die Polizei darf nicht wissen, dass wir hier waren. Sie gingen und schlossen die Garagentür. Mary wiegte ihr Kind. Von Stefan Heim, Mary. Bleiben Sie, bleibt behütet. Auf Wiedersehen.